Leute, schaut euch mein Fit an. Peace and love. Was ist hier los? Die Loserin. Hallo, TikTok. Schaut da nicht hin. Bitte hört auf. Was macht ihr denn da? Du bist einfach zu hässlich für diese Welt. Bitte hört auf. Warum und alles in der Welt lacht ihr denn über mich? Bye, bye. Gute Arbeit. Yay. Wo bin ich denn hier? Wow, was ist das denn? Sailor Moon? Wow. Oh nein. Was ist da gerade passiert? Mein Handy. Was ist denn da drauf? Woher kommt das denn her? Ich hasse diese Dinger. Schauen wir mal hier. Oh, voll viele Kakerlaken. Runter. Oh, auf Nimmerwiedersehen. Viel besser. Ich muss das hier unbedingt bedecken. Das ist so viel angemessener. Niedlich. Und nun bist du richtig sauber. Huh? Hey! Miau. Niemals. Ich glaube, das ist genau das Richtige für dich. Was ist das? Schaumseife? Dieses Zeug ist echt verrückt. Ich stecke also einfach mein Gesicht da rein? Brille. Und rein da. Oh, ich fühle mich wirklich sehr erfrischt. Meine Poren. Dein Zauberstab wartet auf dich. Das ist für mich. Fantastisch. Kakerlake! Oh nein, mein Zauberstab. Nein, 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 nein. Und das war's dann. Und was jetzt? Sei nicht böse. Wie konntest du nur? Was für ein Tollpatsch. Was? Ich habe das Ding nur für dich. Wie konnte das denn passieren? Ich glaube, ich habe eine brillante Idee. Ich muss nur noch ein wenig falten. Check this out. So süß. Im Handumdrehen habe ich einen neuen Zauberstab. Schau. So clever. Du solltest mich Crafty Moon nennen. Das ist doch mal mega, oder? Sailor Moon im Zeichen der Liebe. Hast du das gesehen? Ich wünschte, ich wäre mehr wie sie. Meine Haare sind so dunkel. Das ist so unfair. Du wirst nie so sein wie sie. Ach ja? Sag das mal dem Zauberstab. Ich werde dir das Ei hier mal abnehmen. Das ist ein viel schöneres Kätzchen. Upgrade. Aber es erfüllt seinen Zweck. Zeit für ein Rührei. Komm, wir mischen das richtig auf, Baby. Das ist so gut wie fertig. Aber es braucht mehr Farbe. Kein Problem. Gelb ist definitiv die richtige Farbe. Achtung. Sieht ziemlich cool aus, oder? So gelb wie der Mond. Also gut, Zeit, meine Haare herunterzulassen. Und jetzt kommt die Blondine, Baby. Sailor Moon Blond, das war's. Und ich werde eine Menge brauchen. Und nun heizen wir dem Ganzen mal richtig ein. Wer braucht schon einen Salon, oder? Das Ding hier ist riesig. Oh, die Tasche. Das heißt dann wohl, dass ich fertig bin. Sieht das nicht fabelhaft aus? Das will ich sehen. Oh! Au! Hey, wer hat diese Limo-Dose hier vergessen? Zum Glück liebe ich es zu recyceln. Aber ich brauche nur diesen mittleren Teil hier. Bereit für Magie? Oder nur ein paar vorsichtige Schnitte? Ohne einen Touch Rot wäre mein Haar nicht komplett. Yay, Glitzer! Und fertig sind wir. Wow, die sind wirklich cool. Das ist definitiv ein süßes Selfie wert. Oh nein, das Video geht viral. Ich werde niemals cool sein. Ich werde diese Mobber sowas von vernichten. Ich brauche Make-up und ein paar schöne Pinsel. Looks können töten, Auftrag angenommen. Aber ich kann nicht einfach irgendein Make-up tragen. Ich brauche Sailor Moon Augen. Genau wie diese. Seid ihr bereit, die zu sehen? Tada, die passen wie angegossen. Na, was meint ihr? Oh, bin ich erleichtert. Ich brauche noch etwas Zucker. Und vielleicht auch diese Flasche. Ich wollte schon immer einen perfekten Schmollmund haben. Bereit für Liebe, Mr. Bottle? Augen auf. Ah, ich kann den Sog spüren. Yeah. Wie gefällt euch die Überraschung? Oh, voll süß. Und was soll ich gegen diese Abscheulichkeiten tun? Ich muss mich umziehen. Aber irgendwas fehlt. Zeit für ein paar Änderungen. Vorsicht mit der Haut. Ich bin ganz schön nah dran. Meine Arme sind schon mal frei. Hm, wie sehe ich aus? Du könntest es besser machen, um ehrlich zu sein. Was? Na, mal sehen.
Gib mir das Ding. Wow, das bringt alles zusammen. Mocha! Oh, meine Hände sind so blank. Ich brauche unbedingt Handschuhe. Ist die Luft rein? Schöne Strumpfhose. Kann ich sie haben? Oh, gütiger Himmel. Das war ziemlich einfach. Wir müssen nur noch ein paar Anpassungen vornehmen. Anstatt der Füße muss ich in diesen Dingern Platz für Finger schaffen. Ich habe kein Lineal zur Hand. Gar kein Problem. Ich bin ziemlich gut darin, es mit den Augen zu sehen. Und siehe da, die perfekte Passform. Nur noch eine Kleinigkeit. Ich brauche etwas für die Oberseiten davon. Ich weiß, ich weiß. Sie haben nicht die richtige Farbe. Aber dafür gibt es ja den Kleber und den roten Stoff. Seht ihr? Steckt es einfach in die kleinen Lücken. Superschön. Somit habe ich einen cleveren Hack entdeckt. Und fertig. Mondkraft! Meine Nägel! Könnten die noch hässlicher sein? Die sind absolut abscheulich. Das kannst du laut sagen. Hä? Ich komme schon, ich komme schon. Fang! Oh, oh wow. Vielen Dank, seltsamer Vogel. Ich brauche das hier wirklich. Macht das nicht Spaß zuzusehen? Dieses Sprudeln bedeutet eine starke Reinigungskraft. So, Zeit für ein Bad. Mann, ist das nicht ein schönes Gefühl? Voll entspannend. Weg mit dir, Dreck. Die Mission ist erfüllt. Aber sie sind immer noch nicht süß genug. Es ist Zeit für die Maniküre. Aber nicht irgendeine Maniküre, sondern eine Sailor Moon Maniküre. Das bedeutet, dass ich mich nicht nur auf eine Farbe beschränke. Irgendwie fesselnd. Und jetzt ein bisschen hin und her bewegen, bevor wir ganz reingehen. Ganz schön einfallsreich, oder? Und das war völlig kostenlos. Und ich kann dich umso besser kraulen. Und nun bin ich bereit zu kämpfen. Ha! Hallo, Nerd. Oh, du bist es. Ich glaube, du hast dich im Schlafzimmer geirrt. Ist das? Möchtest du noch einen? Ha! Mein Pantoffel! Du willst mich mit diesem stinkenden Ding treten? Ach, wie peinlich. Und jetzt brauche ich Schuhe. Tada! Aber ich glaube nicht, dass die gut genug sind. Soll ich sie noch aufpeppen? Oh ja. Ich will nicht, dass man meine weißen Socken sieht. Also sind es rote, heiße Stiefel. Total schick. Darin kann ich richtig Gas geben. Und nun bin ich auch schon bereit. Du kannst mir gar nichts mehr. Ah, nein! Oh, ich dachte, er würde die Klappe halten. Nun bin ich bereit, gegen das wahre Böse zu kämpfen. Vor allem, wenn ich die Kraft des Mondes auf meiner Seite habe. Ah, hallo? Warum geschieht denn nichts? Oh, der Stein ist weg. Wow. Was ist denn da unten los? Jetzt verstehe ich. Ich brauche ein bisschen mehr Schwung. Und wie sich zeigt, ist alles, was man dazu braucht, ein wenig Heißkleber und eine ganze Menge Glitzer. Oh ja, lass es regnen. Ich hoffe, das Ding braucht nicht zu lange zum Trocknen. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Da, damit meine Mondkraft aktiviert werden kann, brauche ich auch noch ein bisschen was von den Sternen. Oder in diesem Fall einen ganz besonderen goldenen Stern. Da bist du ja. Endlich. Versuchen wir das nochmal, ja? Star Power aktivieren. Und mein spezieller Mondstein auch. Lasse die Transformation beginnen. Schön festhalten. Durch die Kraft des Mondlichts bin ich zu meinem wahren, höheren Selbst geworden. Begrüßt die einzigartige Sailor Moon. Wie gefällt euch das, ne? Wo sind die Bösen? Da. Ja, auf jeden Fall. Haben sie mich gesehen? Ha? Ha? Wie ist der Vogel hier reingekommen? Wow. Ich allergisch gegen Vogelfedern? Na, eindeutig. Ah, ich weiß. Dieser Vogel bringt mich auf eine geniale Idee. Ich brauche nur ein paar Flügel. Aber ohne Federn sind sie gar nichts. Gut, dass die Flasche neu ist. Denn ich brauche jede Menge Klebstoff. Das wird eine ganze Weile dauern. Also komme ich gleich zum guten Teil. Alles fertig. Sind sie nicht wunderschön? Die stehen mir wirklich gut, oder? Aber ich verliere hier meinen Fokus. Es ist Zeit, die Bösen in die Flucht zu schlagen. Ja, ich weiß, richtig. Ihr zwei haltet euch wohl für ganz schön witzig, hä? Zeig mir es, du Spinner. Du bist einfach ein Verlierer. Ein ganz schön großer. Ach ja, ich werde euch besiegen. Nimm das! Brauchst du Taschentücher? Dann wollen wir mal sehen, wer zuletzt lacht, hä? Okay, das war wirklich zum Totlachen. Wie süß. Yay, I rock! Hey! My drink!
Party. Oh, im Ernst? Oh, du bist nicht eingeladen zu meiner Party. Oh. Das war ein Versehen. Du bist nicht eingeladen. Vergiss es. Mama mia, was soll ich nur tun? Ich bin ja so hässlich. Oh. Was denn nun? Du siehst schrecklich aus, ekelhaft. Mein eigenes Spiegelbild hasst mich. Wahrscheinlich wegen der vielen Pickel. Sie muss sich wohl alle ausdrücken. Warum sind das so viele? Und der letzte. Viel besser. Hey, nein, hör auf. Gib das her. Du willst doch nicht in meiner Nase bohren. Ich hab's. Au. Oh, sieh dir diesen kleinen Kerl an. Du bist ganz schön haarig, was? Keine Sorge, ich krieg die alle raus. Danke, Lady. Ah, das fühlt sich gut an. Nun können wir gemeinsam unsere Gesichtsbehandlung genießen. Oh, ist das entspannend. Was? Aufgegessen. Mama mia. Jetzt kommt's. Oh, ist das eklig. Folge einfach diesen Schritten, dann bist du genauso schön wie Peach. Nicht mit diesen schrecklichen Haaren. Hey, wir werden sie aufhellen. Und das meine ich wörtlich. Diese Haare werden im Handumdrehen wunderschön sein. Oh, wow. Danke. Und wir machen die Haare noch schöner. Sternenstaub. Ups. Entschuldigung. Oh Mann, es ist überall auf mir drauf. Warte. Du hast mich ganz schön erschreckt. Jetzt müssen wir noch den letzten Schliff machen. Jetzt wird's heiß, Baby. Schau dir das an. Wow, sehe ich nicht aus wie Peach? Gut aufpassen, Welt. Hier komme ich. So lecker. Bitte helfen. Was ist das denn? Nimm das alles von meiner Zunge. Verschwindet, ihr blöden Käfer. Kein Wunder, dass mein Atem nicht so frisch ist. Wie lange sind die denn schon da? Ist das widerlich. Perfekt. Bist du sicher? Diese braunen Zähne sagen was anderes. Nimm das hier. Ich kann auch meine Haarsträhne nehmen. Na los, komm schon. Ich glaube, es klemmt. Nein, nimm das du mal hin. Komm schon, nimm. Das ist genau, was ich brauche. Dieser Mund braucht eine gründliche Reinigung. Das ist schon eine Weile her, dass ich mir die Zähne geputzt habe. Und da haben wir es. Wahnsinn. Oh, hallo. Hab ich dich. Hilfe! Du gehörst mir. Hör auf, das kitzelt. Oh, was hast du denn da gemacht? Das ist ruiniert. Oh, so kann ich nicht rausgehen. Hey, was ist das denn? Oh, Bowser. Oh, wow. Du kriegst mich nicht. Niemals. Und was haben wir hier? Einen Pullover. Hoffentlich passt der. So weit, so gut. Die Ärmel sehen so viel besser aus. Wow. Wie weich. Und was meinst du? Wer, ich? Komm, wir tanzen. Es geht um dich und mich für immer. Mir ist schwindlig. Na, magst du das? Ich fühle mich nicht gut. Viel besser. Oh, Pilzchen. Das sieht so cool aus. Fügen wir noch ein paar Details hinzu. Ein kleines Haarband kann viel bewirken. Siehst du, was ich meine? Wunderschön. Was zum... Das Rohr ist verstopft. Oh nein. Zeit, den Klempner anzurufen. Hallo? Kommen Sie bitte sofort. Hat jemand den Klempner gerufen? Was? Helfen Sie mir! Mama mia! Katastrophe! Hilfe, bitte! Hey, gib mir einen Kuss! Nein, ich kann Ihnen nicht helfen! Bitte gehen Sie nicht! Hey, was ist mit meinem Rohr? Dieser Mario ist nutzlos! Hey, was ist das? Okay, spielen wir! Wow! Wo bin ich? Oh, Süßigkeiten! Lecker! Ich will die! Meine Lieblingsbonbons. Lecker. Die roten mag ich am liebsten. Vor allem, weil sie ein tolles Rouge abgeben. Und Lidschatten auch. Perfekt. Nun mischen wir alles. Tada. Hey. Wow, hier ist es richtig cool. Ich brauche nur noch ein paar Kronen. Oh, wie süß. Für mich nur das Glitzerste. Aber Moment, was ist in der Box?
So ein süßer Kerl. Bitte sehr. Das hat Spaß gemacht. Hast du das gesehen? Oh-oh. Hilfe! Nein! Du siehst lecker aus. Hättest du wohl gerne. Die könnte ich gut gebrauchen. Jede Prinzessin braucht Wimpern. Aha, oh, nicht jetzt. Ich muss sie nur noch nachschneiden. Sie sehen von Sekunde zu Sekunde besser aus. Aber ohne Mascara sind sie nichts. Ich werde umwerfend aussehen. Wow. Aha. Hey, lass mich hier raus. Hilfe! Bitte lass mich raus. Ich habe mich doch gerade erst geschminkt. Da. Das hat meine Wimpern geschwungen. Wunderbar. Was für ein glücklicher Zufall. Ich glaube, es ist Zeit, nun loszugehen. Oh, ich freue mich so. Blödes Fenster. Da bin ich. Gibt es Kleingedrucktes? Lass mal sehen. Kronen sind Pflicht. Oh nein. Ich brauche eine Krone. Oh nein. Das ist das Schlimmste, was mir je passiert ist. Mein Leben ist ruiniert. Ich will einfach nur meine Gefühle betäuben. Ich will alle Süßigkeiten essen. Schon leer? Moment mal, das hat doch Kronenpotenzial. Etwas Heißkleber ist alles, was ich dafür brauche. Heute denke ich über den Tellerrand hinaus. Jede Krone braucht ein paar Juwelen. Besonders für eine Prinzessin. So schön. Lass es regnen. Verstanden, Mädel. Ist das perfekt oder was? Ideal für eine Prinzessin wie mich. Aber irgendwas riecht hier komisch. Tote Käfer. Ich brauche Schuhe. Mr. Box, hallo? Ja, komm zu mir. Nein, auf zur nächsten Box. Hier müssen Schuhe sein. Wieder nix. Oh, gib mir Schuhe. Was ist mit dem da? Letzte Hoffnung. Hier. Komm schon. Wow. Oh ja. Hey, ist das Schokolade? Machen wir sie leckerer. Schuh-Upgrade. Die sehen von Minute zu Minute leckerer aus. Mir läuft schon richtig das Wasser im Mund zusammen. Warum stinkt normale rosa Absätze, wenn man sie mit Zucker überziehen kann? So ist das doch viel prinzessinnenhafter. Sag Hallo zu den Streuseln. Ja, genau so. Oh, wow. Das ist so lecker. Schau mal. Die sind so süß. Ich könnte die essen. So süß. Probieren wir sie an. Die passen wie angegossen. Mach dir keine Sorgen um mich. Das Bad ist jetzt frei. Pilz? Halt! Festgeklebt. Runter. So klebrig. Komm schon. Das Papier kann ich auch gut gebrauchen. Und da ich keine Zeit habe, mir die Nägel zu machen, mache ich sie mir eben selbst. Was kommt auf die Nägel drauf? Ich liebe Marshmallows. Lecker. Der nächste. Neuer Nagel, neues Topping. Mal gucken. Wow. Da läuft einem ja das Wasser im Mund zusammen. Nicht wahr? Wow. Ich fühle mich so schön. Und zwar von Kopf bis Fuß. Ich bin sowas von bereit. Hey, was ist denn da drin los? Das ist die Party. Ich bin bereit. Los geht's. Coole Party. Ah, guck mal. Ist das die, für die ich sie halte? Seid ihr begeistert? Hier ist die Prinzessin Peach. Und ich fühle mich so toll. Wow. Hey, Bruder, fang! Hey, was geht? Oh nein! Oh, tut mir leid! Oh Gott, tut mir so leid! Komm, ich helf dir! Schon in Ordnung. Sieh mal mein großes Werkzeug. Mamma mia! Es ist soweit. Ich liebe dich. Wow, so weiche Lippen. Ich hab's geschafft. Oh, ein schöner Marienkäfer. Meine Augen fressen gerne Käfer. Tschüss, Marienkäfer. Diese Puppe ist lahm. Schau, Schatz, eine neue Puppe. Ich bin besser als du. Nein, bist du nicht. Wow, danke, Papa. Das ist für dich. Eine Marienkäfer-Puppe. Ich brauch dich nicht mehr. Oh, was ist gerade passiert? Sie will mich nicht mehr.
Verlierer? Sieh nur! Oh, warum sie? Keine Sorge, wir machen Anti-Stress. Oh, interessant. Das kann ich schaffen. Definitiv. Ein kleines Stück ist alles, was ich brauche. Und natürlich einen neuen roten Marker. Diese Färbung ist seltsam befriedigend. Glitzerzeit! Leg dann den Strohhalm hin. Einpacken und los geht's. Jetzt reicht es aber. Ich muss noch daran ziehen. Es wird bald Sinn machen, keine Sorge. Na, siehst du? So matschig. Es weckt eine dunkle Seite in mir. Wenn ich das Ding nur aufmachen könnte. Ich werde besser sein als du. Igitt, meine Haare. Das ist so gar nicht die Stimmung. Aber Hilfe ist auf dem Weg. Ich brauche nur eine große Dose Rasierschaum. Oder besser gesagt, eine große Schüssel Rasierschaum. Ist das genug? Wow! Oh, danke. Ich brauche nur das, was in diesem Ding drin ist. Ah, oh, puh. Fertig, fertig. Sieh dir diese Farbexplosion an. Es gibt nur noch eine Sache zu tun. Wow! Zeit, die Dinge zu verändern. Es nimmt die Farbe sehr gut auf. Sieh nur, wie cremig es wird. Und jetzt zaubere los. Oh, das tut so gut. Ich hoffe, ich bekomme alle Haare. Ja. Bis hin zu diesen Enden. Und nun zum Rest. Her mit der Hitze. Ja. Lass das warme Haar seine Arbeit tun. Und was bekomme ich? Wunderschöne lila Locken. Und sie sind auch noch super weich. Wow. Darf ich mir eine davon ausleihen? So glänzend. Wow. Kleine Knoten sollen niedlich aussehen und sie passen zu meinem Haar. Das muss ich mir ansehen. Ich wette, es sieht krank aus. Schön. Oh, mein Gesicht. Oh nein, mein Gesicht. Oh, was habe ich denn da am Hals? Ich habe vergessen, dass ich die hier trage. Sie sind zum Abdrücken von Picken sehr nützlich. Wow, der ist aber tief. Ekelhaft. Oh Gott, Igitt. Nächster Schritt. Gesichtsmaske. Und ich kenne die perfekten Zutaten. Da muss etwas Salz drin sein. Und es richtig gut durchmischen. Das Ding wird sich toll anfühlen. Ja, jetzt geht es los. Hey, das ist besser als ein Mixer. Fast ausgerutscht. Jetzt gibt es nur noch eines zu tun. Holt mir diesen Dreck ins Gesicht. Ich kann die Reinigung schon spüren. Oh, so entspannend. Und wenn ich einen kleinen Snack brauche, das ist kein Problem. Alles erledigt. Ah, so glatt wie ein Babypopo. Ich bin so glücklich. Aber an meinem Lächeln könnte ich noch etwas arbeiten. Oh, ist das für mich? Das kann ich gebrauchen. Nutze dieses praktische Gerät für deine Zwecke. Dafür brauche ich eine Menge Wasser. Bist du bereit für diese Herausforderung? Ich brauche mehr Energie, Leute. Im Anflug. Oh, das Wasser fühlt sich gut an. Aber reicht das aus, um all dies loszuwerden? Wir machen hier Fortschritte. Habe ich noch etwas Wasser übrig? Fast fertig. Besser. Was soll ich jetzt tun? Wie ist das da reingekommen? Ich sollte sie besser benutzen. So, das sieht ziemlich gut aus. Danke für die Hilfe, Pinsel. Oh, man muss alles da drauf haben. Alles klar. Oh weh, dieser neue Look gefällt mir sehr gut. Aha, viel besser. Oh, hey, bist du allein hier? Ich werde dich einfach hier oben halten. Schatz, das Mittagessen ist fertig. Geh nicht weg. Ich komme. Du schon wieder. Ich weiß, was ich mit dir machen muss. Das tut kein bisschen weh. Tada! Du brauchst deinen Körper nicht. Oh nein, was machst du da? Bleib einfach ruhig. Wir sehen uns auf dem Flip. Ich habe genug von diesem Gesicht. Ah, da haben wir es. Hier ist dein Arm wieder. Und das andere. Keine Sorge, ich habe auch deine Beine. Rein mit dir.
Jetzt muss ich sie nur noch einpacken. Ja, auf die Arme. Und dann haben wir noch das hier. Ihre brandneue Form. Das ist schon besser. Mm-mm-mm. Wer ist jetzt der Verlierer? Mm-mm. Komm mit mir. Zeit zum Fliegen. Oh Gott. Ah! Das tat weh. Tschüss, tschüss. Oh, was für ein schönes Material. Ich kann das benutzen. Oh, schön. Darf ich mir das ausleihen? Es ist der perfekte Gürtel. Siehst du? Oh, was ist hier? Lasst uns Details hinzufügen. Die passen einfach perfekt. Meine süßen kleinen Punkte. Man kann gar nicht genug davon haben, oder? Wow, seht mich an. Und ich habe es ganz allein gemacht. Oh, ich weiß, was noch fehlt. Ich kann diese alten Sachen unmöglich tragen. Aber die Einsätze, wie auch immer, sie haben genau die richtige Farbe. Natürlich mit ein paar zusätzlichen Tupfen. So, es ist perfekt. Oh, nun, fast. Damit ist der Look endlich komplett. Es ist soweit. Was in aller Welt? Wie sind die auf meine Hände gekommen? Oh, Spinnenfinger, lasst mich los. Ekelhaft. Oh, ich hasse diese Dinger. Sind sie endlich alle weg? Oh nein. Igitt, ich brauche einen neuen Nagelkünstler. Huh? Oh, was haben wir hier? Ich habe nur dieses kleine Stück hier hingestellt und warte auf den Klick. Ich muss es einschalten. Oh, ich glaube, es ist fertig. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was passiert. Aber ich muss mich erst für ein Design entscheiden. Huh? Mal sehen. Hm. Oh, dieses hier. Packen wir es an. Wow, ist es schon fertig? Das ist so niedlich. Wow, sind das wirklich meine Nägel? Oh, wie niedlich. Erstaunlich. Oh, das tat weh. Oh nein. Oh, oh, wer hat das da hingestellt? Oh, verwandeln wir es. Aha, so. Wow, erstaunlich. Bleib jetzt genau hier stehen. Ich mache nur einen kleinen Einschnitt. Was für ein sauberer Schnitt. Igitt. Oh, ich glaube, ich habe hier drin einen Reißverschluss. Wie perfekt ist das? Ich muss es nur noch annähen. Fertig? Oh Gott. So, ich habe es geschafft. Hm. Hm, wie wäre es damit? Ich frage mich, woran es befestigt ist. Oh, hallo? Oh, ich nehme es. Befestige es einfach an diesem Ding. Und ich habe einen Riemen für meine Tasche. So, wow, gar nicht mal so schlecht. Es ist doch groß. Mal sehen, was da drin ist. Hallo da drin? Hä? Oh, das ist interessant. Oh, oh, so schwer. Was? Oh, lass mich mal sehen. Was? Eine Schere? Igitt, ich fühle etwas. Eine Klobürste? Was ist das für ein Geruch? Kommt der Gestank von meinen Füßen? Das müssen diese alten Socken sein. Ich habe sie noch nie gewechselt. Puh, das fühlt sich gut an. Was mache ich jetzt damit? Ich kann sie nicht mehr tragen. Also kann ich sie auch gleich zerschneiden. Fast. So. Sie kommen jetzt an meine Hände. Und sie machen das Outfit richtig komplett. Oh, das sind tolle Handschuhe. Tada! Jetzt lasst uns ein paar Stiefel machen. Diese Absätze dienen als gute Basis. Vergiss den anderen nicht. Zieh die Socke nun ganz nach oben. Ja, weiter so. Auch über dem Knie. Wie schick sind die denn? Ich fühle mich hinreißend. Wow. Wie? Ein Marienkäfer? Oh, hallo zusammen. Du bist so niedlich. Komm mit mir. Ihr macht perfekte Ohrringe. Und genau die richtige Größe. Achte darauf, dass du das gesamte Outfit bekommst. Die Rückseite auch. Dieser Look ist viel besser als mein alter. Richtig. Oh? Oh, das Mädchen kommt. Oh,